Habe ich auch noch nie gemacht. Ja, komm. Ich möchte das schon. Oh, warte mal, wie weit geht denn das noch? Oh, jetzt ist das aber. Hei. So möchte ich das schon gerne machen. Jetzt haben wir hier echt einen Hügel. Und da kommt jetzt ein Baum. Da muss ich drum rum. Ich sehe nichts. Oh, ist das. Ach. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 22 hier im alten, guten Niemandsland. Und wie ihr seht, bin ich schon wieder am Rasenmähen. Ich war ein bisschen fleißig, habe jetzt knapp zwei Touren voll Gras gemäht. Also eine habe ich gerade schon weggebracht, die ist auch gleich dran. Oh, wird schon eng hier die Kurve. Haben wir bald fertig, die Seite hier. Machen wir die auch noch eben voll. Und dann geht es weiter mit dem Feldanlegen. Ich habe mal gerade geguckt, Gras kann ich quasi immer säen, außer Dezember, Januar, Februar. Das heißt also, entweder wir machen da jetzt so weiter, dass wir das Feld angelegt kriegen, gepflügt, Gesteine gesammelt, ne? Und dann Kalken brauchen wir beim ersten Mal, glaube ich, nicht, aber dann aussäen, Gras, alles noch im November, dann könnte das schon laufen. Oder wir lassen uns da Zeit und können dann eben erst im März nächstes Jahr, oh, jetzt sind wir voll hier, nächstes Jahr, nee, andere Seite, im März erst aussäen, ne? Ja. Oder aber man macht erstmal was anders dahin. Also wenn ich jetzt was hätte, was jetzt zum Beispiel ich im Dezember aussäen könnte und schon im März oder so ernten, dann könnte man das ja vielleicht machen. Aber ich denke mal, das ist Quatsch. Wir legen das in Ruhe an und dann wird das eben erst nächstes Jahr besät. Oder jetzt fertig machen. Mal sehen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal dran und legen erstmal das Feld an. Das ist nämlich noch ein bisschen Arbeit. Hier habe ich auch die Straße schon ein bisschen verbreitert. Auf dem Weg zum Feld. Jedes Mal hier einmal links, einmal rechts die Ränder gemäht. Ich müsste demnächst auch noch mal so ein, zwei Touren Gras mähen und die zu Heu machen, damit die Kühe auf jeden Fall immer genug haben. Weil ich glaube, da ist kein Heu mehr hier im Silo drin, ne? Gras wohl noch was, aber kein Heu. Naja. So, hier habe ich gerade geguckt, 500.000 Liter sind drin. Jetzt kommt noch mal ein bisschen was dazu, 35.000. Also das ist schon was. Ich habe ja aber auch hier die Gärresteproduktion mit an, das war da. Noch ein bisschen was kriegen. Brauchen wir ja. So, gucken wir noch mal rein. Wie sieht's aus hier? Ne, da jetzt über eine 500.000 Silage. Ist auch schon wieder 227.000 Liter. Wir hatten ja im Silo noch allerhand Silage. Gärreste kommt wieder ein bisschen. Den habe ich ja zusätzlich angemacht. Wo ist er denn? Produktion, der war hier. Da. Gras, Silage und Gärreste und nochmal Gärreste allein, sodass das hier ein bisschen zügiger gehen sollte, weil da brauchen wir einiges von. Na, und hier, wenn ich jetzt mal gucke, Silage, das ist ja jetzt nur das, was im Silo ist. 1,4 Millionen Liter noch drin. Das ist ordentlich. Der Preis, der steigt jetzt zum Winter, dass wir da auch einiges verticken können. Also der Rubel rollt wohl ganz gut vorläufig. Wollen wir mal sehen, wie sich das so weiterentwickelt. So, oh, muss man meinen Hocker hier wieder ein bisschen hochpumpen. Der rutscht immer ab. Also, machen wir erstmal weiter. Ich fahre den jetzt an die Seite. Und dann machen wir erstmal weiter mit dem Feld anlegen. Das ist so ein bisschen Fummelarbeit, ne? Das gerade hinzukriegen, und da kann ich auch keinen Helfer anstellen, da muss ich komplett alleine pflügen. Ich mache ja nur die Ränder mit dem kleinen Pflug und dann den größeren. Da hat auch schon jemand geschrieben jetzt bei der letzten Folge, na, dann könntest du große Maschinen auch holen, auch einen großen Pflug. Ja, die großen Flüge, boah, das ist manchmal so, man braucht ordentlich Vorgewände und das ist so ein bisschen unhandlich. Die sind so ein bisschen schlaksig, weil die meistens so teilbar und kippelig sind. Da mag ich gar nicht so gerne mitarbeiten. Aber ich gucke mir das nochmal an.
Ist ja nicht so, dass ich da gleich die Flinte ins Korn werfe. So, schmeiß ab. Wir fahren noch ein Stück vor. Aber jetzt schmeiß ab das Ding. Und den schmeißt du hier ab. Genau. So. Ich denke mal, wir werden auch heute so ein bisschen Paletten einsammeln. Muss ich mal gucken. Deswegen fahre ich hier mit dem jetzt schon mal da vorne hin. Wo haben wir den eigentlich hingestellt? Unseren Autoloader. Da steht er. Genau. So, hier packen wir den schon mal hin. Ich parke den einfach hier hin, den Trecker. Und dann machen wir erstmal mit dem Pflügen weiter. Das nützt ja nichts, ne? Mit dem guten neuen Trecker. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit meiner Wahl, welchen Trecker ich da gekauft habe. Ja, laufen? Ach was, komm, wir beamen uns rüber. Das dauert immer länger, ne? Guck dir das an, was ich schon alle habe hier. Da sind wir. Ja, genau, da hatte ich geguckt, vielleicht müssen wir da noch ein paar Bäume wegnehmen. Das ist doch ein bisschen Arbeit. Deswegen, das alles im November noch machen. Wir haben noch so ungefähr anderthalb Tage dafür. Also Ingame-Tage. Da müssten wir hier das ganze Feld erstmal einrahmen. Dann müssen wir da möglicherweise da von dem Wald so die Spitze noch wegnehmen, ein paar Bäume wegnehmen. Das ist ja auch mal viel Arbeit. Dann das ganze Feld pflügen und Steine sammeln und aussehen. Alles jetzt bis quasi in-game morgen Abend. Ich glaube, das ist ein bisschen heftig, ja. Da hätte ich das schon eher machen müssen, dann, um das schaffen zu können. So. Lange Rede, langer Sinn. Weitermachen. Muss ich gucken, dass ich dann hier schön rechtwinklig ansetze. Das ist immer echt schwierig, die Ränder gerade zu kriegen. Man hat so schlecht die Möglichkeit. Jetzt sind wir hier auch ein Stückchen von der Grundstücksgrenze weg. Dann kann ich das auch schwerer sehen, ob ich da parallel fahre. Das ist also ein bisschen Augenmaß. Aber wie gesagt, ich habe ja vor, außenrum Weg zu machen. Ah, das geht so nicht. Da müssen wir noch hier... Was war das mit Z, ne? Ah ja, jetzt macht er das. So, ist das jetzt rechtwinklig? Nee, ich glaube nicht ganz. Ne? Ich glaube, ich muss so ein bisschen nach rechts lenken. Siehst du, da hat er schon einen weitergemacht. Aber ich glaube, jetzt ist er relativ gerade. Ah! Bisschen rüber. So, ja. Wird, würde ich sagen. Ach, da steht noch ein Stumpel. Zwei Stück sehe ich sogar. Jo, aber jetzt sehe ich auch, da müssen wir echt ein paar Bäume wegnehmen, ne? Aber das mache ich. Es sei denn, der Hügel da für das Wäldchen ist zu hoch. Muss ich mal gucken. Mal gucken, ich bleib mal hier stehen. Wie gerade ist denn das? Ja, das sieht doch ganz gut aus. Oh Leute, mein Stuhl geht mir heute tierisch auf den Zeiger. Der rutscht immer runter. Habt ihr das auch? Dass diese blöden Stühle die Gasdruckfeder nie halten. Das geht immer nur ein paar Monate, paar Wochen. Und dann fangen die an, so runter zu übbeln. Aber nicht, dass man sich drauf sitzt, schwupps, unten sitzt. Nein, so tuck, 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 so alle 20 Sekunden ein Stückchen. Das nervt einen doch. Und nein, ich wiege keine 200 Kilo. Aber immerhin 90. Und da steht immer bei, bis 150 Kilo würden die halten, aber habe ich noch nicht gefunden. Die halten alle nicht, nicht lange. Manche schaffen das ein Jährchen, wenn es hochkommt und spätestens dann ist Ende. So, was mache ich denn da jetzt bloß? Fahre ich da jetzt einfach mal so durch, hier durch den Wald? Habe ich auch noch nie gemacht. Ja, komm, ich möchte das schon... Oh, warte mal, wie weit geht denn das noch? Oh, jetzt ist das aber... Eieieiei. So möchte ich das schon gerne machen. Jetzt haben wir hier echt einen Hügel. Und da kommt jetzt ein Baum. Da muss ich drum rum. Ah, ich sehe nichts. Oh, ist das... Ach, ach du liebe Güte. Ach du liebe Güte. Ja. Was hat er denn da? Ey.
Ist das so hubbelig da? Da müsste ich da so ein bisschen Terraforming machen. Das geht doch, ne? Ich denke mal so. Aber da werde ich jetzt von der anderen Seite kommen. Na, gucken wir mal. Wie gerade das jetzt hier in dem Waldbereich ist. Jetzt kann ich auch schon sehen, wie viele Bäume da weg müssen. Also da die beiden großen. Das sind vier große. Ja gut, dann haben wir auch ein bisschen was für die... für die Schweinerei da hinten. Ja, oder so ein großes Grasfeld wittert. Dieser blöde Klotz da, den kriege ich nicht weg, ne? Kann ich die einzeln wegnehmen, die Felsen irgendwie in... ja, im Zuge von Terraforming? Ich glaube nicht, oder? So, aber ich glaube, das war eine gute Entscheidung zu sagen, komm, wir machen jetzt hier mal ein Grundstück kaufen, was wir für Wiese benutzen. So, lass runter. Und da kann ich jetzt mich so ein bisschen an die kleine Map halten, um da einigermaßen gerade zu fahren. Oh. Ich halte sogar die Luft an dabei, damit das schön gerade ist. Das sieht so einfach aus. Ja, einfach geradeaus. Wenn man nicht ganz genau gerade ist, man ist jetzt 0,01 Grad im Winkel, dann geht das eine Weile und irgendwann macht man dann nämlich so eine Zacke rein dann, ne? Ja, ich glaube, die erste Arbeit sind dann aber echt die Bäume da wegzunehmen. Das ist richtig, richtig viel, ne? Ich kann das sonst nicht fertig pflügen da. Ich habe das jetzt einmal so angefangen. Oh, das ist aber schön gerade. Guck mal. Das sieht gut aus. Darf man aber erst nicht sagen, wenn man da ist, ne? Nie den Tag vor dem Abend loben. Sonst macht man zum Schluss noch ein paar schöne Zacken rein. Stehen bleiben. So. Ja. Da ist jetzt erstmal ein bisschen weit wegzuarbeiten hier. Komisch, dass da so eine Lücke ist. Wieso ist denn die? Wieso ist denn da die Lücke? Das verstehe ich nicht. Ja, da sieht man schon. Da sind auch Stufen. Ja, klar, ich musste ja da so ein bisschen... Oh, hier ist noch einiges zu tun, ey. Jetzt hat er das gemacht. Ja, da kann ich jetzt hier innen schon mal nochmal rumfahren. Dann ist das hier schon mal ganz klar eingegrenzt. Ich würde mal sagen, dann gehen wir da mal ans Bäumefällen, ne? Wie gesagt, das Wäldchen soll hier stehen bleiben. Das bleibt auch stehen, aber da wird so ein kleines Stückchen von abgeknapst, damit wir das Feld hier schön rechtwinklig und großflächig auch haben. Eventuell müssen wir da eine Störung machen. Also wenn ihr das wisst, ich weiß das nicht so genau, ob man da eine Möglichkeit hat, im Zuge von Terraforming den Felsen ganz wegzukriegen. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, ich kann nur alle, ne? Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, weil den würde ich ganz gerne wegnehmen, hier den einen Klotz. Das sieht doch aus wie aus Lego gebaut, ne? Oh, ich sehe schon wieder Steine. Aber die brauchen wir jetzt für den Kalk, ne? Die Steine. Hier ist eine kleine Macke drin. Da muss ich dann nachher mal gucken, wenn ich das besser überblicken kann, ob ich die noch vorsichtig versuche nachzuflügen. Ja, ich denke schon, ne? Weil ich glaube, der meiste ist einer weiter. Das, was eben weniger Arbeit ist. Entweder übermale ich eine Reihe so ein bisschen, weil ja hier der Weg drum gehen soll. Oder aber ich pflüge nochmal den Rand einmal aus ein bisschen nach. Obwohl, wenn eine Stufe ist, die so ein bisschen hin und her geht schon mal, ne, finde ich das nicht so schlimm. Aber wenn das mehrere Stufen sind, ist das natürlich doof. So. Abgesehen von dem Stückchen hinten bei dem Wald, ist das doch schon mal ganz gut hier mit zwei Reihen. Drei Reihen werde ich vormachen und dann hole ich den großen Pflug, damit das schneller geht. Ja, nicht großen, den größeren. Er ist etwas größer. So. Und auf geht's. Dass wir den hier auch schon mal zweite Reihe haben. Oh, da ist ein bisschen was dran zu pflügen. Das habe ich meistens mit so einem Zeitraffer gemacht. Dann muss ich mal gucken, ob ich das wieder mache. Mal sehen. Guck mal, da hat doch der neue Trecker auch schon eine halbe Stunde auf der Uhr. So schnell geht das.
verbraucht der eigentlich mehr Sprit? Apropos Sprit, ich habe ja gerade ein bisschen Geld auf Tasche, ne? Dass ich bei Gelegenheit mal da meinen Tank wieder auffülle. Ne, dass ich da genug habe, weil ich glaube, da ist gar nicht mehr so viel drin, da mein Dieseltank, den ich da stehen habe. Ist aber gut, wenn man fürs Tanken nicht immer bis hinten zum Laden fahren muss. Das fand ich auf den anderen Maps manchmal ganz gut, wenn irgendwo eine Tankstelle war, dass man an der Tankstelle, eine normale Tankstelle ranfahren konnte. So. Einmal Drain. Und weiter geht's. Ah, ist echt viel Arbeit. Da werde ich einiges entweder im Zeitraffer machen müssen oder zwischen den Folgen mal dran müssen, weil sonst wären das echt zu viele Folgen. Es geht ja eh schon langsam voran. Einer hat auch schon geschrieben, ja, jeden zweiten Tag eine Folge wäre gut. Ja, muss ich mal gucken. Ich denke mal, in den nächsten, ja, 3, 4, 5 Wochen wird sich diesbezüglich noch nicht viel verändern. Ich habe ja noch diese Second Life-Geschichte vor, da will ich ein paar Videos machen, die sollten eigentlich da erfüllen, aber da habe ich noch nicht so ein richtiges Konzept gefunden. Irgendwie fehlt mir da die Muse. Die mag nicht küssen. Ich meine, kann ich verstehen, aber will einfach noch nicht so richtig. Vielleicht in ein paar Wochen, dass ich dann, wenn ich nur die zwei Staffeln erstmal noch weiterführe, die beiden, die ich jetzt habe, dass die sich abwechseln. Kämen beide jeden zweiten Tag. Das könnte sein. Muss ich mal gucken. Bin im Moment auch ein bisschen mit dem Flugsimulator beschäftigt. Kann ich ja einfach mal ansatzen. Ist ja hier nicht so viel zu erzählen, wenn ich hier so ein bisschen rumflüge. Da möchte ich demnächst nochmal Videos machen. Und zwar wieder so ein bisschen gemischt. Also für die Leute, die sagen, ach, die ganze Technik interessiert mich nicht so. Ich möchte so ein bisschen die Landschaft gucken, was sehen. Dass die so ein bisschen bedient werden. Aber auch die Leute, die mit dem Flugsimulator unterwegs sind und vielleicht so manches nicht wissen. So ein bisschen in Richtung Tutorial. Obwohl ich natürlich jetzt nicht sagen will, das sind hochprofessionelle Dinge, die ich da mache. Ich habe das ja auch alles nur so mir angeeignet und hat wenig mit der wirklichen Realität zu tun. Aber ja, vielleicht, dass es demnächst mal ein Tutorial gibt, wie man zum Beispiel so einen ILS-Anflug machen kann mit GPS und so. Ja, sowas, ne? So ein bisschen gemischt. Da möchte ich noch das eine oder andere machen. Für eine richtige Staffel lohnt sich das eigentlich nicht. Die werden eher unregelmäßig kommen, aber so ein paar sollen da wieder reinfliegen. Mal gucken. So, jetzt machen wir die Seite noch. Die zweite Reihe. Da hinten dann vielleicht auch nochmal zurück. Müssen wir gucken, wie ich das mache mit dem Wald. Und dann müssten wir eigentlich dran gehen, dass wir da die Bäume umhauen. Vielleicht heute schon mal den ersten. Könnte man, ne? So, jetzt bin ich mit dem Kinn auf dem Lenkrad, weil der Stuhl schon wieder stückweise runtergezappelt ist. Boah, ich kriege echt Plack davon, ne? Das ärgert mich. Manchmal hält er so eine Weile am ganzen Abend oder so, aber manchmal will er das nicht. Wie der Litsch. Jetzt habe ich gerade das erste Mal gesehen, dass die Vögel, die hier fliegen, jetzt war ein Vogel wohl über mir, nicht im Bild zu sehen, dass die sogar einen Schatten auf den Boden werfen. Das sind alles Dinge, die vor 10 Jahren in so einem Spiel noch undenkbar waren, ne? Glaube ich, meistens. Was aber natürlich nicht nur damit zusammenhängt, dass man das noch nicht konnte, noch nicht hätte realisieren können. Da hat man drauf verzichtet, weil kaum Rechner war, der da nicht performancemäßig in die Knie gegangen wäre. So, ich muss mich erstmal wieder nach oben pumpen. Es ist grausam. Eine Runde. So. Ja, hier fahre ich nochmal durch den Wald. Mal gucken, ob ich das so ein bisschen hinkriege. Hier, da müssen wir sowieso noch ein bisschen nachbessern, wenn ich besser sehen kann, wenn die Bäume weg sind hier. So. Dann haben wir das aber schon mal ganz gut eingekastelt. Ah. Ach, guck mal. Das ist hier irgendwas, liegt hier rum, irgendwelche Baumstämme oder so. Wenn ich da drüber fahre, dann passiert sowas. Da, der Baum. Jetzt habe ich den gar nicht gesehen, ne, von hier oben. Ja, da müssen wir auf jeden Fall ran.
Auf jeden Fall habe ich jetzt mal einen starken Trecker. Also der hat ja schon jetzt, was war das? Waren das über 500 PS? Stimmt das? Der hat auf jeden Fall schon ganz gut Schwupp. Da können wir auch manch andere Dinge machen, die wir bisher noch nicht machen konnten. Das ist schon mal gut. Aber 12 km/h, mal so ein starker Trecker, der könnte ein kleines bisschen schneller, oder? Ja, beim Flügen, Ich meine, tatsächlich, in der Realität, so ein Felsen, wie er da steht, den wegzunehmen, wie wird man das machen? Erstmal wird man das wahrscheinlich gar nicht machen, weil das kann ja kein Mensch bezahlen. Aber angenommen, sagt, nein, da muss jetzt der Felsen weg, da wird man wahrscheinlich irgendwie mit so einem Presslufthammer dran gehen oder diese großen Pinne, die gibt es für Abriss. Ne, kennt ihr die? So ein großer Bagger, der vorne so einen Stift dran hat und der dann so da sich da reinbohrt und dann so Stück für Stück den Fels da rausbohrt. Und wenn das so richtig massiver Granit ist, boah, da wäre wahrscheinlich so ein Bagger tagelang, wochenlang zugange. Das wird sich echt gar nicht lohnen. Aber mal sehen, vielleicht habt ihr ja eine Idee. Also wenn das ohne Wahnsinnsaufwand zu bewerkstelligen ist, würde ich den ja ganz gerne wegnehmen, da den Klotz. Weil sonst würden da auch immer möglicherweise Schwierigkeiten passieren. Das sieht krumm aus da, ne? Da bei den Sträuchern da hinten. Ja, da müsste ich eigentlich so ein bisschen nachfriemeln, ne? Aber ich habe einfach Angst, dass ich dann zu weit friemel und dann habe ich das verfriemelt und am Ende ist das ganze Ding total verfummelt. Aber wenn ich jetzt hier das Löchlein zumache hier, ne? Das müsste doch gehen, wenn ich so den Radstand habe, so, ne? Oder? So? Gucken wir mal. Setz mal ab. Ja, guck mal, das macht er. Jetzt muss ich gucken, dass der Reifen, der rechte, so quasi auf der Grenze fährt. Und wenn ich das beibehalte, müsste ich ja da vorne das zumachen können. Hier, jetzt kommt nämlich noch so eine Stufe, die hätte ich ganz gerne zu. So, jetzt mal gucken, dass ich das gerade hinkriege. Das sieht so leicht aus, das ist gar nicht so leicht. Jetzt sehe ich nichts, ein bisschen blind. Ist der Reifen auf der Grenze? Ja, ungefähr. Das scheint geklappt zu haben. Dann kann ich hier aufhören, bevor ich da irgendwelche Macken reinfahre. Ich glaube, jetzt haben wir den schön gerade, ne? Siehste? Ja gut, dann soll das auch erstmal soweit sein. Ich lasse die Karre jetzt mal noch hier stehen. Oder, warte mal. Ja doch, ich muss da hinten mit dem Kleinen noch dran, wenn ich da ein bisschen ausbessere. So. Und jetzt hole ich die Fräse und, ja, also, ja, nee. Wir gehen jetzt hin, kann ich hier eigentlich auch dran machen? Hier kann ich die Fräse auch dran machen, ne? Ja, wir haben genug Trecker. Ja, why not? Komm. Weil dann kann ich den anderen nämlich da an dem Autoloader lassen. Das stelle ich erstmal das Gewicht ab. Das brauchen wir hier nicht. Wir holen nämlich direkt die Fräse. Und die Krampe. Hole ich erst die Krampe daraus, oder? Das geht so nicht. Ich muss so schalten. Ich mache das ja sowieso jedes Mal. Immer erstmal verkehrt, ne? Fangen wir schon mal an, den ersten Baum so ein bisschen. Ich mache das so Stück für Stück. Oder auch zwischendurch ein bisschen weiter. Mal gucken. Zu tun haben wir echt genug. Zack. Hast du geschaltet? Ja. Da freue ich mich richtig, dass du den Vorwärtsgang reingemacht hast. So, jetzt gucke ich mal, ob ich jetzt mit der Krampe hinten dran auch gut die Fräse greifen kann, die da eigentlich da vorne stehen sollte. Hier steht ja schon ein Haufen Zeug in der Gegend rum, ne? Da muss ich ja mal sagen. So, pass auf, lass dich doch mal eben griffeln hier. Na? So. Pass auf, da kann ich durchfahren, ne? Jupp. Der ist doch ausreichend, um so ein paar Bäume wegzugreifen, oder? So, Moni, musst du durch. Zack! Was ruckelt das denn jetzt so? Ich habe so Ruckler gehabt jetzt.
1869,2 Betriebsstunden hat der Trecker, aber den haben wir ja gebraucht gekriegt. Der war ja hier dabei bei dem Grundstück, was ich hier vor, boah, ist auch schon anderthalb Jahre bald her, ne, gekauft habe. Junge, Junge, Junge! Wo fange ich denn an? Bei den Bäumen, die im Feld drin sind oder die am Rand sind? Ich glaube erstmal die im Feld drin sind, ne? Gucken wir mal, da sind ja auch, glaube ich, groß. Ich glaube, es sind 3 oder 4 große. Da ist einiges zu tun. Das schaffen wir nicht für November jetzt, dass wir das Gras da drauf kleben. Gerade weil ich ja noch so allerhand Bäume hier wegnehmen muss. Naja, also hier am Rand sind, das ist der kleine und 2 größere. Hier sind 1, 2, 3, 4 kleine. Ich kann auch direkt, wenn ich die Fräse jetzt schon mal hier habe, auch drüben. Da kann ich besser gucken, wenn ich jetzt erstmal die kleinen einfach wegpack. Ja. Am besten zeige ich da direkt drauf, damit ich den Stumpen auch finde. Weil manchmal verschwindet der auf komische Art und Weise. So, geht wieder los hier. Na siehst du, dann hört auch die Möbelproduktion so schnell nicht auf. So, machen wir von hier, ne? Würde ich sagen. Ein Stück näher, jetzt geht los. Ach ja, habe ich auch schon von geträumt. Wenn man so einen ganzen Wald wegnehmen will, da ist man echt eine Weile beschäftigt. Da kann man froh sein, dass das alles nur so Nadelbäume sind, die man relativ einfach... Guck mal, ist noch was. Manchmal, ne? Will sich so ein Ast nicht... Was ist denn mit dem? Ha? Hier. Pass auf, ich säge jetzt mittendurch. Der ist immer noch dran. Ist ja eine Frechheit eigentlich, ne? Kann ja wohl nicht sein. So. Guck mal. Ist doch nicht normal. Nee, das ist super. Du hast gefälligst zu verschwinden. Du störst doch nur. Na bitte, geht doch. Na, lass doch mal los. Ach, der ist ein bisschen lang. Muss er doch nochmal rausholen. Siehste, das habe ich mir nämlich gedacht. Jetzt passt der auch gut auf den Trecker. Wieso habe ich euch den Motor laufen lassen? Wir haben zu viel Sprit, oder was? Ist ein bisschen Geld auf der Tasche, musst du gleich dekadent werden, ne? So, jetzt nicht vergessen, hier erstmal den Stumpen wegzumachen. Weil sonst stolper ich dann ja wieder drüber. Das kann ich gut. Man kann da noch so akribisch arbeiten. Am Ende sind dann doch immer noch irgendwelche Stumpen über. Ich sehe aber auch nichts, ne? Wo ist er denn? Also schon zu weit, ne? Ah, oh, doch jetzt. Aber da ist noch was. Jetzt ist er weg. Jetzt hat er verloren. Ja, ne, und so ist eben noch ein bisschen zu tun. Das klappt aber gerade mal ganz gut mit der Schalterei. Das darf man nicht loben, ne? Man darf das nicht loben. Da meint er gleich, was? Das wollen wir doch mal sehen. So. The next one. Hier. Auch ein kleiner noch, ne? Oh, der ist aber schon nicht ganz so klein. Wird. Hier waren auch noch irgendein Ästchen, ne? Ist wieder so ein kleiner Fieser, der sagt, ne. Ich spiele da nicht mit. Ich werde dich ärgern bis zum Erbrechen. Naja, das werden 2 Stücke. Hat der jetzt schon wieder... Oh.
Ist das jetzt die neue Masche? Mal gucken. Hier. Wieder so ein. Pass mal auf. Was ist denn, wenn ich jetzt hier... Ey. Na endlich. So, hier die Spitze noch weg und dann kann man den bestimmt gut aufladen. So. Ja, ich meine, klar, mir geht so ein bisschen Holzvolumen verloren, wenn ich das so mache. Aber so pingelig sehe ich das jetzt nicht. Ne? Die Kleinen, die bringen eh nicht viel. Wenn ich da jetzt Wert drauf legen würde, dass mir ja nichts vom Holz verloren geht, dann müsste ich ja genau genommen hingehen und die Bäume komplett, also mit allen Ästen. Ne? Aber nicht vergessen, erst den Stümpel wegmachen hier. Ich mag die Arbeit nicht, das ist immer so ein Gefriemel, ne? Guck dir das an, da schiebst du gleich die ganzen... War da jetzt Parallax oder war ich jetzt blind? Da ist noch was. Ah, hat dann erwischt, komplett. Ja, oder? Ja, ist alles weg. Ist alles weg. So. Hubbelig hier, ne? So, dann haben wir da noch einen kleinen, da drüben noch, und dann sind die kleinen weg. Dann stehen hier erstmal zwei größere. Da ist natürlich dann ein bisschen mehr Arbeit mit. Ah, da sind auch noch kleine. Ja, da so ein bisschen ist das. Aber wir müssen ja nicht den ganzen Wald wegnehmen, dann geht das ja alles auch noch. So. Hier wieder. Guck mal hier, das ist total... Jetzt! Ein bisschen langsamer vielleicht machen, dass wir da nicht wieder so eine blöden Äste über haben, die mich ärgern können. Diesmal hat es geklappt. So. Ja, noch ein bisschen hier, komm. Wisst ihr, das macht er jetzt hier einmal halbieren. Fertig. Na, lass los. Na komm. Komm mit. Du brauchst keine Angst haben, ich bringe dich in die Schreinerei. Das dauert länger, bis die dich mal abholen zum Verarbeiten, als würdest du hier stehen und langsam verrotten. Also hast du jetzt ein längeres Leben. So, Stümpelchen. Ja, wo ist er? Ich sehe nichts, ne? Doch da. Zielen. Von der Seite ist immer schwierig wegen der Parallaxe. Naja, ein bisschen daneben, ne? Ja, ist weg. So. Und den hier noch. Dann haben wir die kleinen weg. Also, zumindest die innerhalb des Feldes wären. Ah, jetzt habe ich nicht. Lass ich den mal so stehen. Dann weiß ich, wo ich hinfahren muss. Dass wir den richtig positionieren. Ich sehe gar nichts. Null sehe ich. Nix. Nada. Pass auf, mach direkt an. Und schmeiß den weg hier. Aufpassen, es kann nämlich sein, dass der den ganzen Baum löscht.
Hey! Was fräst er denn? Hä? Geh ich noch weiter? Ne, weiter kann ich nicht rüber. Mach doch mal weg den Stumpen! Kann ja wohl nicht sein. So. Ja, bitte. Immer noch nicht. Jetzt ist er weg. Jo. Das war mal eine schwere Geburt, oder? Boah. Jetzt haben bestimmt von dem Stamm einiges weggenommen. Da weiß ich nicht. Möglicherweise. So. Hier ist auch wieder so ein blöder Mist. Ah, jetzt hat er das. Gut, gut. Oh, den hat er komplett weggeschnitten von. Ja. So. Ja, ja, da haben wir ordentlich was weggefräst da vorne, habe ich mir gedacht. Dann ist das so. So. Ich glaube, die Kleinen, die hier im Feld standen, die sind dann damit weg. Jetzt haben wir hier die beiden Großen noch, ne? Da ist dann schon ein bisschen mehr Arbeit dran. Ich kann den ja schon mal umlegen hier. Der fällt dann auf den Trecker. Und dann war's das. Bam. Ja, hier haben wir natürlich jetzt ein bisschen was zu tun. Aber ich kann ja beide schon mal umlegen und dann schon mal die Stumpen wegfräsen. Dann ist das schon mal erledigt. Hallo? Alle Äste bitte weg. Ohne Ausnahme. Wieso sind hier noch Äste? So. Ja, so ist doch gut. Hier die Spitze. Denk mal hier. Hier auch? Na, nee, da nicht mehr. Gut. Ja, den kann ich jetzt schlecht. Da stehe ich mir im Weg. Na. So. Uah. Komm. Schläft bald ein hier. Tut sich schwer. Ja, das ist schon eine andere Hausnummer. Ist er weg? Jo. Weg. W-E-C-H. Weg. Zack. Alle Äste weg. Hier blacht er das schon wieder nicht, ne? Wolfi! Ich bin bewaffnet. Ey, was denn? Störrisches Geäst hier. Also geht's.
So. Gucke da. Jetzt holen wir hier auch noch den Stumpeln weg. Und dann kann man schon so ein bisschen was sehen. Es ist natürlich klar, dass wir da noch so 2, 3 Bäumchen oder 4 noch wegnehmen müssen. Aber dann war's das. Ist doch ein ganz schöner Hügel hier. Vielleicht gehe ich da wirklich mal Terraforming-mäßig so ein bisschen bei. Ich weiß noch nicht so genau, wie weit ich hier in die Natur eingreifen will. So, das war's, ne? Naja, guck mal. Der ist aber auch krumm, ne? Das machen wir hochnehmen. Bisschen gerade stellen, bisschen hochpacken. So. Fahren wir den mal auf den Weg. Und dann gucken wir mal. Ja, das ist ein ziemlicher Hügel. Mach jetzt mal den Motor aus, das ist ja schlimm. So. Ruhe ist. Ja, die beiden muss ich noch klein schnippeln. Ne? Und verladen. Und dann würde ich mal sagen, der muss weg. Der Große muss weg. Und der Große muss weg. Ne? Das kommt dann ungefähr hin. Ich glaube, dann kann man hier ganz gut arbeiten. Naja. Ach ja. Dann würde ich sagen, fange ich schon mal so ein bisschen an, das Zeug klein zu sägen hier. Aber das müsste ja nicht dabei sein. Beim nächsten Mal vielleicht. Das ist doch ein ganz schöner Hügel. Oh Mann. Hier, guck mal hier, was hier. Boah. Ja, mal sehen. Vielleicht werde ich mich hier Terraform-mäßig ein bisschen dran vergreifen. Vielleicht zwischen den Folgen, weiß ich noch nicht genau. Da mache ich aber auf jeden Fall vorher ein Sicherheitsbackup. Nicht, dass ich da irgendwas total vermurks. Mal gucken. Gut. Ja, die Zeit ist soweit schon wieder abgelaufen. Es geht ja immer ratzfatz. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, schreibt Kommentare. Und ja, beim nächsten Mal wieder dabei sein. Weiter gucken, wie wir hier so allmählich uns vorankämpfen. Bis dann. Bye, bye und tschüssi. A wise man once said, to forget how to dig the soil, tend the earth, is to forget ourselves. Maybe some have, but a few of us still know. You gotta be willing to put in the time, make the sacrifices.